ja. Oh mein Gott! Wow! Das war knapp! Ah! Nochmal. Eine Schönheit auf vier Rädern. Der BMW M3 E30. Willkommen zurück zu Forza Motorsport, meine lieben Autoverrückten. Ja, der M3 E30, der erste, oder eher gesagt die erste M3 Baureihe überhaupt. Ja, der erste M3, der in der Welt 1985 vorgestellt wurde. Gebaut wurde dieser Mittelklasse-Exot hier, sag ich mal. Ist eine gut Mittelklasse-Limousine-Cabrio, ne? Gab es da verschiedene Karosserieversionen. Aber gebaut wurde der liebe Wagen von 86 bis 91. Hör mal. Das ging von 2,3 Liter bis hin zu 2,5 Liter. Der schwächste, aber auch der geilste Wagen. Der M3 hatte nur, was hatte der, an die 190 PS, wenn ich mich nicht täusche. So ungefähr. Ganze 4,3 Meter lang. 1,3 Tonnen. Und danach kam ja schon mein Liebling aus meiner Garage, den ich auch persönlich in echt fahre, der E36. Aber heute geht's um den M3. Ja. Sehr erfolgreich in der DTM, dieses Moped hier. Genauso wie später der E36. Einer der Hauptkonkurrenten der Sportversion vom Mercedes 190e. Ne? Für die, den ich kenne, den gibt es hier in dem Spiel auch. Wenn ihr möchtet, kann ich euch den auch irgendwann mal vorstellen. Auf jeden Fall eine super geile Karre. Ich weiß jetzt nicht, ich habe den hier nicht designt, weil ich den einfach in diesem Original legendär rot behalten wollte. Kann man den Kofferraum aufmachen? Nein, natürlich nicht. Tür können wir aufmachen, ja, ja. Können wir die Motorhaube aufmachen? Auch nicht. Bei den alten Autos haben die irgendwie die Motoren nicht gemacht, warum auch immer. Gut, dann schauen wir uns den Innenraum an. Ups. So, wir haben ja jetzt natürlich das Sportcoupé hinten. Hat der eine Rückbank, aber ist jetzt auch wieder Überrollkäfig drin und alles. Ist natürlich wieder ein Klassiker hier, ne? So ganz spartanisch, so ganz alt alles. Die Tür kaum voll, gar nichts dran so unbedingt, ne? Hat schon elektrische Fensterheber hier, das Ding. Keine Cubatronic. Da ist eigentlich nur der Griff und ein Ablagefach in der Tür. Mehr ist da nicht. Ne? Ist wirklich ganz simpel gehalten. Das ist einfach so ein Oldtimer, den man lieben muss. Mal die Tür zu hier. Da ist noch zum, die, okay, elektrische Spiegel hat er auch, dass die kleinen, der kleine Knopf da über dem Griff ist dafür da, zum Verstellen. Wundert mich nur, dass der rechts auch einen hat. Normalerweise konnte man, beim E36 zumindest, hast du so einen Schalter oben, da stellst du ein, ob du links oder rechts einstellst. Ansonsten auch ganz, ganz, ganz alte Technik, Kassettenradio und so weiter. Alles simpel. Mann, Mann, Mann. Schmeiß das Ding mal an, Motor. Bin ich nicht sicher, weil ich drin hab. Oh, ey. Ja, müsste der Originalmotor drin sein. Dreht bis 8000, bis in den Begrenzer rein, bis zum Anschlag. Im Gegensatz zum Clio zum da im Vorgängervideo, der ging nur bis 7000. Da ist der ja noch ruhig. Temperatur hat er auch schon kalt gegeben, haben wir ihm. Ist er kalt, gib ihm 6,5. Moment. Wird er nicht warm, gib ihm 8. Naja, gehen wir mal auf die Straße mit dem Moped hier. Ein toller Wagen. Steht bei mir in der Nähe sogar einer zum Verkauf. Genauso wie er da. Jetzt steht im Spiel, steht der in echter auch. Aber sehr teuer. Oh, ohne Drehzahl. Bam, 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 bam. So, sind wir denn hier in der City? Natürlich Heckantrieb. Schau
Schauen wir mal, ob wir den hier ausfahren können. Natürlich wird das schwer mit dem Ausfahren, wenn da solche komischen Alienschleicher rumgurken. Obwohl Traktion an ist, ist er sehr schnell am Ausbrechen, der Wagen. Auch der schafft locker die 300. Wow. Na, was machen wir mit dem Ding hier? Ich glaube... Ja, ist ein bisschen schlimm hier immer im normalen Modus. Im Offline-Modus, weil immer so viel Verkehr nervt und alles. Müsste echt mal hier Zonen geben, wo kein Verkehr ist. Und da haben wir drei, den, ja, E36 kompakt. Ui, ah, gut gemacht. Wundert mich echt, ich muss mal gerade gucken. Traktionskontrolle ist an und der ist echt so am Schleudern. Ist schon nicht schlecht, ey. Viel Power auf der Hinterachse jetzt natürlich nach dem Tuning. Aber, ja gut, die Traktionskontrolle verhindert immer noch das Gröbste. Trotzdem muss man echt aufpassen bei dem Wagen. Weil ich hier ein bisschen... Alter, ist hier viel Verkehr oder bin ich besoffen? Okay, die Bremsen, muss ich jetzt ehrlich sagen, lassen ein bisschen zu wünschen übrig bei dem. Weiß nicht, ob es am Tuning liegt. Die Traktionskontrolle driften ist nicht leicht. Aber ich denke mal, wir müssen auch bald mal wieder ein paar Rennen hier fahren, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass wir bei den nächsten Wagen, die ich mir vorstelle, dass wir da mal ein Rennen fahren, anstatt hier nur durch die Gegend zu brutzeln. Hm. Ist hier nicht die Autobahn? Ja, sicher. Können wir den auch mal ausfahren? Hier immer Platz hier. Ja, klar, weißt du? Der ganze LKW dreht sich da. Mal schauen, dass wir das Ding hier ausgefahren kriegen. Aber 314, 320 rechne ich. Außer ich fahre so, wie ich jetzt fahre. Hallo? Willst du mitfahren? Komm, gib Gas. Sag mal, was du kannst. Haben wir bestimmt schon abgehangen. Oh, der ist hinter uns. Da wird hier hinterher gezogen. 320, ja. 330. Ist ja Wahnsinn. 330 schafft er. Getuned mit Serienmotor. Ohne weitere Feinabstimmung. 340. Wow! Ah! Hab Platz. Lol. Ah, der ist sich geportet. Guck mal, ist voll lustig. Weg ist er. Haha, verarscht! Oh, 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 guck mal, wer den hier beherrschen kann, ja, in den Kurven mit der Geschwindigkeit. Ah. Nee. Ja! Hilfe! Was hier los ist heute, ne? Fahren die alle in Urlaub? Also so eine Autobahn, ja, nice. Macht auf jeden Fall auch Laune, der Wagen. In der Nähe gibt es
Soll ich für Sie eine Route dahin festlegen? Hieß der Alexa oder wie heißt sie hier? Anna! Ey, Anna! Ich glaube, mein Kinect ist abgestürzt. Ich glaube, mein Kinect ist tot, habe ich das Gefühl. Weil es gar nicht mehr leuchtet seit einer Weile. Ich habe das nie benutzt, ey. Das war so sinnlos, das Ding. Aber das war bei der Xbox damals dabei. Alter, ey, ist unmöglich. Ohne weil jetzt guckt euch das an. Wie haben die sich das eigentlich vorgestellt, die Entwickler? Wie man hier freie Fahrt genießt, wenn hier überall... Oh, Leute. Ich fahre aber auch immer wieder dagegen, ne? Noob. Hallo? Hoffentlich kommt hier nicht wieder so ein Zug, ey. Hast du gedacht, ne? Hast du gedacht, ne? Ja, hast du gedacht, hast du gedacht, hast du gedacht? Alter, dieser Zug. Ach komm, ey, wenn der Zug schon mal da ist, ne, kann man mit dem spielen. Machen wir halt mal noch knapper hier, machen wir richtig Movie draus. Oh mein Gott! Wow! Das war knapp! Ah! Nochmal. Der arme E30 tut mir schon leid. Guck mal, wie knapp das war. Der hat mich ja schon fast erwischt. Ah! Ah, ich kann nicht mehr zurückspulen! Sauerei! Diesel Freight, Alter. Willst du mit mir Ärger oder was? Mal gucken, was der sich hier Offroad so antut, der Wagen. Überraschenderweise schafft das nicht durch den Felsen, aber das schaffen viele Autos nicht. Nee, überraschenderweise auch. Ja gut, viele Autos fand ich. In Horizon 3 ist halt so eine Sache mit dem Offroad, ne? Da fahren sich auch Szenarios und so relativ gut. Ah! Hilfe! Der E30, er wird misshandelt! Sauerei! Was bildest du dir ein? Der fährt auch relativ schnell, der Zug hier, ne? Den müssen wir mal hacken, dass der 3-400 fährt. Das wäre mal was. So 180 fährt der, glaube ich. Oder weniger. 140. Naja, alles klar. Das war's dann, würde ich sagen. Das ist der E30, eine Legende. Wirklich ein tolles Auto. Sehr schwer zu kriegen, in gutem Zustand. Und wenn einen hast, behalt ihn. Unglaubliches Auto. Im Gegensatz zu dem Zug. Wow, und auch er hier! Ui. Ja, gib mir den Speed, den ich brauche. Nein, ich will vorfahren. Ja, ist ja gut, ey. Hey! Ui. Ja, war geplant. Ne, für den schönen Ausblick hier. So, da hinten haben wir Blizzard Mountain sogar. Ja, wunderbar, wunderbar. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Das ist der E30. Als nächstes schauen wir mal in die Kommentare dann. Übrigens, gewünscht wurde sich der Wagen. Falls ich dich schon eingeblendet habe, vom Christian John. Habe ich, glaube ich, am Anfang leider vergessen. Ja. Der E30. Leider nicht der Evo 2. Den Breitbau gibt es hier leider nicht. Aber trotzdem, toller Wagen. Auspuff ist noch da. Guckt durchs Gras. Ja.
Diese Halloween-Kiste stalkt mich. Nice Aussicht. Also dann, ich bedanke mich. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und die Glocke natürlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Was war das denn? Fahren hier wieder ihre Rennen, diese Raser. Also dann, auf Wiedersehen.